Der Koran erwirkt dann, wenn ich mich mit ihm auseinandersetze. Wenn ich mich mit ihm beschäftige. Und deswegen, ich bitte Allah Ta'ala, dass er den Koran zum Frühling meines Herzens macht. Was heißt das, zum Frühling meines Herzens? Dass ich mich im Grunde genommen mit dem Koran immer wieder auseinandersetze und beschäftige. Dass der Koran im Mittelpunkt meines Lebens steht. Dass ich versuche, den Koran zu verstehen. Dass ich versuche, zu verstehen, was Allah Ta'ala, mein Schöpfer, mir sagen möchte. Und wenn ich das tue, meine geehrten Geschwister, dann wird der Koran auch wirklich ein Heilmittel sein. Und wir haben vorhin einen Vers gehört in Surat al-Isra. Den Vers, den haben wir vorhin vollständig übersetzt. Ich habe ihn, als ich ihn nochmal zitiert habe, nur zur Hälfte übersetzt. Da heißt es, dass der Koran, was ist ein Heilmittel für die Gläubigen? Wie geht denn der Vers weiter? وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Aber den Zalimin, den Ungerechten, mehrt er nur was? Verlust. Das heißt, der Koran, er kann für manche Menschen Schifa sein, die nämlich an ihn glauben, die sich mit ihm beschäftigen. Und er kann für andere Menschen wiederum was sein? Verlust. Warum? Weil sie im Grunde genommen sich gegen den Koran stellen. Weil sie vom Koran nicht profitieren. Und es kann auch sein, dass der Koran selbst für einen Muslim nicht wirklich ein Heilmittel ist. Weil dieser Muslim nicht verstanden hat, wie er überhaupt mit dem Koran umzugehen hat. Und der Koran für ihn nur ein Schmuckstück ist, was er ins Regal stellt. Und er glaubt, alleine das reicht aus, damit der Koran mir in irgendeiner Weise in meinem Leben einen Mehrwert gibt. Nein, der Koran, er wird dir keinen Mehrwert geben, weil er nur im Regal steht. Und dementsprechend, wie viele Muslime heutzutage beschäftigen sich mit dem Koran nur bei einer Trauerfeier? Am 40. Tag oder am Jahrestag, ja, wo ein Mensch gestorben ist, wird dann eine Hoja eingeladen und dann wird Koran gelesen. Das ist der Koran in ihrem Leben, nicht mehr. Der Koran ist für Tote da. Der Koran wird nur gelesen an einem Grab. Der Koran wird nur gelesen, wenn jemand am Sterben ist. Dann wird Surat Yasin gelesen, ja, vielleicht noch Surat Al-Mulk. Und das ist der Koran. Mal ganz ehrlich, meint ihr, wenn wir mit dem Koran so umgehen, wird der Koran uns irgendetwas bringen? Aber ist das nicht die Tatsache? Ich bin mir sicher, viele von euch kennen irgendwelche Freundinnen aus dem Bekanntenkreis oder Verwandte, die mit dem Koran genauso umgehen. Für sie ist der Koran nur wichtig an dem Tag, wo jemand stirbt. Aber sonst haben sie mit dem Koran nichts zu tun. Meint ihr, der Koran, er wird ihnen irgendetwas bringen? Meint ihr, sie werden von dem Koran in irgendeiner Weise profitieren? Nein, wie auch. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn er sagt, Allah hat 99 Namen, 100 weniger einem. Man ahsaha dakhala al-Jannah. Wer sie umfasst, verinnerlicht, wird das Paradies betreten. Damit ist nicht gemeint, dass ich es einfach auswendig lerne oder dass ich mir mal ein Lied anhöre mit den 99 Namen Allahs. Das bringt überhaupt nichts. Damit ist gemeint, dass ich die Namen Allahs verstehe, verinnerliche und mein Leben danach ausrichte. Wenn ich lese, dass Allah Ar-Rahman ist, dass ich meine Hände hebe und Allah Ta'ala um Vergebung bitte. Wenn ich lese, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala Shadidul Iqab ist, hart im Strafen ist, dass ich meine Taten überprüfe und nochmal überlege, ob ich nicht vielleicht Menschen Unrecht getan habe oder Geschöpfen Allahs Unrecht getan habe, weil Allah subhanahu wa ta'ala mich dann dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Wenn ich so an die Namen Allahs herangehe, dann werden sie mein Leben verändern. In welche Richtung? Dass ich wirklich dann den Weg zum Paradies beebnet bekomme. Aber wenn ich es einfach nur als Namen, ja, die ich aufsage, dann betrachte und die ich auswendig lerne und wo ich mir dann das an die Wand hänge, die 99 Namen Allah subhanahu wa ta'ala, aber überhaupt nicht verstehe, was diese Namen bedeuten, meint ihr, dann werden mir diese 99 Namen irgendetwas bringen? Es könnten 1000 Namen sein, die würden mir nichts bringen. Überhaupt nichts. Und dementsprechend, meine geehrten Geschwister, wenn wir wollen, dass der Koran wirklich Shifa ist, für das, was in unseren Herzen ist, dann müssen wir dieses Heilmittel auch so anwenden, wie es Allah Ta'ala von uns verlangt hat.